Herzlich willkommen zum Screencast TT News für Administratoren. Mit Typo 3 ist es sehr einfach, die Funktionalität über den Standard hinaus zu erweitern. Wir zeigen in diesem Screencast, wie man seiner Website ein ausgereiftes Nachrichtensystem hinzufügen kann. Wir werden die Erweiterung TT News installieren, eine Ansicht der aktuellsten Nachrichten erstellen, eine Detailansicht hinzufügen, eine Liste aller Nachrichten erstellen und die Verwendung des Kategoriefilters erläutern. Wir verwenden für diesen Screencast Typo 3 in der Version 4.5 basierend auf dem Introduction Package und TT News in der Version 3.2.0. Da das Nachrichtensystem TT News nicht Teil des Typo 3 Kerns ist, müssen wir es erst über den Erweiterungsmanager installieren, bevor wir es konfigurieren und nutzen können. Dazu gehen wir unter den Admin-Werkzeugen auf den Punkt Erweiterungen und wählen im Dropdown den Punkt Erweiterungsmanager. Bevor wir eine Erweiterung installieren können, müssen wir diese importieren. Dazu wählen wir im neuen Erweiterungsmanager den Reiter Entfernte Bibliothek. Um die aktuellsten Erweiterungen zu erhalten, klicken wir auf das Symbol für Herunterladen Aktualisieren. Danach geben wir im Suchfeld TT News ein. Wir finden zu diesem Suchwort eine Menge Erweiterungen und müssen beachten, dass wir die Erweiterung mit dem eindeutigen Schlüssel TT News auswählen. Eine Sortierung nach dem eindeutigen Schlüssel der Erweiterungen hilft hierbei. Wir importieren diese Erweiterung mit einem Klick auf das Icon Erweiterung importieren. Nachdem die Erweiterung importiert wurde, schließen wir das Fenster, welches uns über den Fortschritt informiert, und installieren die Erweiterung durch das Icon Erweiterung installieren. In diesem speziellen Fall informiert uns die Erweiterung, dass sie die Datenbank unserer Typo 3 Installation verändern muss. Wir bestätigen diesen Dialog und schließen das entsprechende Fenster. Für die folgenden Beispiele verwenden wir die Standardeinstellungen der Erweiterung. Dazu binden wir das statische TypoScript-Template von TT News in unser Haupttemplate ein. Wir wechseln ins Modul Web-Template, gehen auf die Seite, die unser TypoScript-Template enthält, wählen vollständigen Template-Datensatz bearbeiten und unter dem Reiter Enthält können wir das statische TypoScript-Template der TT News Extension inkludieren. Die Nachrichtenbeiträge werden in einer Seite vom Typ Ordner gespeichert. Wir legen einen neuen Ordner an und nennen ihn Nachrichten. Nun werden wir verschiedene Ansichten der TT News Erweiterung konfigurieren. Wir beginnen mit einer Seite, die eine Liste der neuesten Nachrichtenbeiträge ausgibt. Dieser Seite fügen wir nun die gerade installierte Erweiterung TT News hinzu. Wir wechseln ins Seitenmodul, legen ein Inhaltselement an, wechseln zum Reiter Plugins und hier finden wir das Nachrichten-Plugin. Wir können eine Überschrift hinzufügen. Und wenden uns dann dem Reiter Plugin des Inhaltselements zu. Nachrichten ist bereits als ausgewähltes Plugin eingetragen und die Erweiterungsoptionen sind unterhalb sichtbar. Da wir eine Auflistung der n aktuellsten Nachrichten erstellen wollen, ändern wir die Ansicht von definiert durch TypoScript
Auf Ansicht neueste Artikel, latest. Wir wechseln auf den Reiter Sonstige Einstellungen und fügen unter Seiten mit TT News Datensätzen den vorher erstellten Ordner hinzu. Dies ist nötig, da die Erweiterung wissen muss, wo unsere Nachrichten gespeichert werden. Wir speichern und lassen uns die Webseite anzeigen. Nach einem Reload des Frontends sehen wir die neue Seite und die Meldung "Keine Artikel in dieser Ansicht". Wir müssen nun ein paar Nachrichten hinzufügen, da ansonsten nichts angezeigt werden kann. Wir wechseln zurück ins Typo3-System, in den Ordner Nachrichten und in das Modul Nachrichten. Jetzt legen wir ein paar neue Artikel an. So, wir haben ein paar Artikel erstellt. Wenn wir jetzt ins Frontend gehen und dort einen Reload machen, sehen wir, dass die drei neuesten Artikel angezeigt werden. Diese Standardeinstellung lässt sich auch ändern. Wir gehen dazu ins Plugin-Element und im Reiter Vorlage können wir bei maximale Anzahl von Artikeln in List zum Beispiel die Zahl 5 eingeben, abspeichern und wenn wir das Frontend neu laden, sehen wir die neuesten 5 Artikel. Nachdem wir nun die aktuellsten Nachrichten auf der Website angezeigt bekommen, müssen wir eine Seite definieren, auf der die komplette Ansicht einer Nachricht angezeigt wird. Fügen wir dazu also eine neue Seite unterhalb der bereits erstellten Seite hinzu. Wir wechseln in die Seiteneigenschaften dieser Seite. Im Reiter Zugriff aktivieren wir die Seite und setzen ein Häkchen bei In Menüs verbergen, weil wir diese Seite nicht in der Unternavigation sehen möchten. Auf dieser Seite legen wir ebenfalls ein Inhaltselement vom Typ Nachrichten an. Wir wählen den Plugin-Reiter des Inhaltselements und ändern den Punkt Ansicht auf Einzelansicht Single. Dann wechseln wir in den Reiter Sonstige Einstellungen und geben bei Seiten mit TT News Datensätzen wieder den Ordner mit unseren Nachrichten an. Nun müssen wir sicherstellen, dass die Anzeige der aktuellsten Nachrichten von dieser Detailansichtsseite erfährt. Wir wechseln zurück auf die Seite mit den neuesten Nachrichten und editieren erneut das Plugin Nachrichten. Im Reiter Sonstige Einstellungen fügen wir bei Seite für die Einzelansicht die Seite Detailansicht hinzu. Dann speichern wir ab und wechseln ins Frontend. Nach einem Reload sehen wir, dass der Titel und der Text Mehr bei jedem Artikel verlinkt ist. Wir können jetzt entweder auf den Titel oder auf den Mehr-Link klicken und erhalten die Nachricht in voller Länge. Wenn wir auf unserer Webseite nicht nur eine Ansicht der letzten 3 oder 5 Nachrichten bereithalten wollen, sondern eine komplette Liste aller Nachrichten, so müssen wir eine weitere Seite im Seitenbaum anlegen. Wir erstellen ein weiteres Inhaltselement vom Typ Nachrichten auf dieser Seite. Wir wählen wieder den Reiter Plugin und unter Ansicht wechseln wir auf Standardlistenansicht List. Dann wechseln wir in den Reiter Sonstige Einstellungen, fügen unter dem Punkt Seite für die Einzelansicht die Seite mit unserer Detailansicht ein und unter der Auswahl Seiten mit TT News Datensätzen unseren Ordner mit den Nachrichten. Wir speichern ab, wechseln ins Frontend, machen einen Reload und unter dem Punkt Alle Nachrichten sehen wir jetzt eine Auflistung von allen Nachrichten. Die beiden Listenansichten List und Latest lassen sich mit Hilfe von Kategorien filtern.
Man kann beliebig viele Kategorien anlegen und diese dann den einzelnen Nachrichten hinzufügen. Dazu wechseln wir ins Nachrichtenmodul und wählen unseren Ordner mit Nachrichten. Hier können wir jetzt verschiedene Kategorien anlegen. Nun weisen wir unseren Nachrichten diese Kategorien zu. Dazu wechseln wir in einer Nachricht in den Reiter Kategorien und Beziehungen. Unter verfügbaren Objekten sehen wir die von uns angelegten Kategorien. Durch einen Klick auf die Kategorie wählen wir diese aus und weisen diese so der Nachricht zu. Man kann einer Nachricht auch mehrere Kategorien zuordnen. Alle Nachrichten haben jetzt mindestens eine Kategorie zugeordnet, wie man in dieser Spalte hier sehen kann. Um nun zum Beispiel in der Liste aller Nachrichten nur diejenigen auszugeben, die der Kategorie 1 angehören, bearbeiten wir das Nachrichten-Plugin auf der Seite Alle Nachrichten. Im Reiter Allgemeine Einstellungen finden sich die Felder Kategorie Modus und Kategorie Auswahl. Im Feld Kategorie Modus kann man festlegen, wie die Kategorie Auswahl interpretiert werden soll. Hier wählen wir Zeige alle Beiträge aus den ausgewählten Kategorien oder. Im Feld Kategorie Auswahl wählen wir unter Liste verfügbare Objekte die Kategorie 1 aus. Dann speichern wir ab. Wechseln ins Frontend und nach einem Reload sehen wir nur noch die Nachrichten, die der Kategorie 1 angehören. Für mehr Informationen zu diesem und anderen Screencasts besuchen Sie typo3.org/videos.